Das ist das französische Ventil. Zeige ich dir. Als erstes entfernst du die Ventilkappe. Im nächsten Schritt öffnest du das Ventil. Dann drückst du einmal auf das Ventil. So bist du nämlich ganz sicher, dass auch Luft durch das Ventil in deinen Schlauch rein kann. Und wie pumpe ich es auf? Wie gesagt, ganz einfach mit einem Rennkompressor. Und der hier hat sogar einen Duokopf. Das heißt, der geht fürs Französische drin. Passt sowohl fürs französische Ventil, aber auch fürs Autoventil. Duokopf aufsetzen. Kipphebel umlegen. Und jetzt pumpen. Bis dein gewünschter Luftdruck erreicht ist. Duokopf abnehmen. Kipphebel öffnen und nach unten ziehen. Das Ventil verschließen. Kappe drauf. Fertig.